Gott hat viele Augen, deine und auch meine, meine und auch deine. Und wenn ihr heute hier auf Entdeckungsreise geht, dann könnt ihr verschiedene Dinge entdecken. Und das ist viel besser, als vom Computer allein zu sitzen oder in Schulbücher zu gucken, wenn man die Tiere und Menschen ganz lebendig sieht und sagt, wir leben miteinander in einer wunderbaren Schöpfung. Schwammen mal in Afrika, da kam ein Gorilla mit einer Kokosnuss, schlug die Schale auf, warf sie in den Fluss. Was für ein Theater, denn die Schale fiel, nass und Elefant und Krokodil. Was für ein Theater, denn die Schale fiel, nass und Elefant und Krokodil. Wenn er Augen hätte, ja, hätte Augen, würde die Augen schließen, dann kennt Gott die Tiere, er kennt auch Bäume. Jetzt seid ihr dran, da draußen die Welt zu entdecken. Es geht darum, auf die Schöpfung zu achten. Alle Kinder haben Lieblingstiere, viele verschiedene Tiere. Und es ist überhaupt nicht selbstverständlich, dass Tiere weiterhin leben, dass es ihnen gut geht. Ja, man merkt das ja an den Reaktionen der Kinder, die ja um uns herum sind. Die sind begeistert. Und das ist ja, glaube ich, das, was wir als Bonifatiuswerk auch mit ermöglichen wollen, dass Kinder angesprochen werden, mit den Tieren auch die Bibel zu entdecken.